Mit Hansa Rostock unterwegs wird präsentiert von der Jobmesse Rostock am 22. März von 10 bis 16 Uhr im Business Club des Ostseestadions. Alle Infos unter www.jobmesse-rostock.de sowie bei Facebook. Hansa Rostock hier und dort, mit Hansa Rostock ziehen wir fort. Hansa Rostock here and there, Hansa Rostock everywhere. Ja, das Lustige ist, mein Vater ist Bademeister und ich habe da schon mal vor 4-5 Jahren Wasserball gespielt. Und ja, also es ist ein sehr, sehr anstrengender Sport, was man heute auch gesehen hat. Und ja, mit viel Action und ja, hat viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Sache, die sehr anstrengend ist, die sehr viel Spaß macht und wie gesagt, auch so ein bisschen die Kondition von jedem Einzelnen verbessert, ne? Ja, sehr vielseitig. Also Stefan lässt sich da sehr, sehr viele neue Sachen immer einfallen. Also es wird auf keinen Fall langweilig. Er stellt das Training da relativ gut zusammen, würde ich sagen, sehr abwechslungsreich und ganz, ganz gut auf uns abgestimmt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich, wie gesagt, schon viel rumgekommen bin, wie du schon gesagt hast. Ich finde es eine sehr, sehr gute Abwechslung. Ich finde auch die Trainingssteuerung von Stefan sehr, sehr gut. Auch, dass er uns nach unserem Befinden immer fragt und fragt, wie es uns geht, ob wir schon ja, müde sind. Und ich muss ehrlich sagen, das macht sehr, sehr viel Spaß mit Stefan. Er weiß genau die Intensität einzuschätzen. Und das macht mir besonders viel Spaß bei ihm. Ja, ich habe schon einige Sportarten ausprobiert, denke ich. Also unsere Lieblingssportart kann ich ja vielleicht jetzt auch erzählen, die wir gerne in der Kabine immer spielen, ist natürlich Fußballtennis. Da spielen wir eigentlich immer vor dem Training, nach dem Training mit den Jungs. Manchmal vielleicht sogar zu viel, was der Trainer nicht so gern sieht. Und an anderen Sportarten, die ich schon ausprobiert habe, über Tischtennis, Tennis, Golf, eigentlich relativ viele Dinge dabei. Und es geht meistens um Vapiano-Essen. Da spielen wir mal rum und es ist nicht selten, dass da mal einer 10, 15 Essen hinten ist, die dann bezahlt werden müssen. Mit der Auszahlung kann ich auch gleich mal ein Wort an unseren Dorda richten. Ja, das sind immer noch ein paar Sachen, die noch ausgezahlt werden müssen. Ja, ist halt nicht, wahrscheinlich ein bisschen eine außergewöhnliche Karriere bisher gewesen, aber macht auf jeden Fall, hat bestimmt noch nicht jeder gemacht, aber es hat einfach den Umständen so ja, entsprechend gepasst. Ich habe, wie gesagt, meinen Abschluss aus England mitgenommen. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, viele neue Orte. Und wie gesagt, bereue nicht eine Entscheidung, die ich getroffen habe bisher. Beim Hexenschuss, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wir haben mit Stefan Medizinballübungen gemacht. Und ich wollte unglücklicherweise den Ball irgendwie so ein bisschen zur Seite werfen und habe dann diese Stangen eigentlich nach dem Training aufheben wollen. Ja, und dann hat es einfach hinten reingezogen. Das war halt das Problem gewesen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder auskuriert habe. Nee, also Unterschied sehe ich da eigentlich keinen großen mehr. Man gewöhnt sich eigentlich daran, wenn man dann immer schon 3 Jahre jetzt im Osten ist. Und ja, es macht Spaß, für solche Traditionsclubs zu spielen. Also war natürlich ein super Gefühl. War eine Erleichterung erstmal, dass ich einen neuen Club hatte, dass ich mir darum keine Sorgen mehr machen musste. Und dann natürlich bei so einem tollen Club zu unterschreiben, war schon sehr geil. Ecken-Erik kommt, ja, ist eine lustige Sache. Ja, am Anfang habe ich ein blödes Eckballtor mal bekommen, direkt von Stefan Andres im Training. Und dann kam auf einmal irgendwie der Name auf und seitdem werde ich den auch nicht mehr los. Ja, ich werde ab und zu nochmal von Freunden ein bisschen drauf angesprochen, was da los war. Aber ja, rückblickend ist es natürlich ein lustiges Erlebnis gewesen. Gab auf jeden Fall schon mal einen Lacher der Saison. Ja, auf jeden Fall eine positive Erinnerung, ja. Also die Stärke würde ich auf jeden Fall bei der Strafraumbeherrschung und Spieleröffnung sehen und Luft nach oben ganz klar beim 1 gegen 1. Jetzt mit Hansa speziell, wir wollen natürlich oben angreifen oder gucken, dass wir so schnell wie möglich von da unten wegkommen. Und im Allgemeinen meine Ziele sind natürlich, dass ich noch so lange wie möglich im Profifußball bleiben möchte. Danke. Hi Hansa-Fans, wir haben uns hier zusammen die Traumelf für uns ausgedacht, für mich und Erik. Und haben uns natürlich erstmal selber uns vorgestellt, uns beide. Und fangen dann an mit unserem Linksverteidiger. Das ist Florian Horsch, mit dem habe ich früher in Heidenheim zusammengespielt. Ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir und spielt jetzt leider nur noch, was heißt leider, er spielt einfach nur noch
im Dorffußball so ein bisschen, auch bei Dorfmörkingen heißt dieser nette Club. Und dann mache ich gleich weiter mit dem Innenverteidiger Michael Denz, mit dem habe ich in Halberstadt zusammengespielt, kommt aus Richtung Ingolstadt, Bayern und spielt jetzt in Oldenburg, genau Regionalliga Nord, ist ein super Typ, eine Maschine, ist nie verletzt, haut sich hier mal rein, genau, und jetzt gebe ich mal weiter an Erik. Ja, dann habe ich Vincent Kompany ausgewählt aus meiner Zeit in England. Also ich muss ehrlich sagen, viele kennen ihn vielleicht jetzt auch nur aus dem Fernsehen oder so. Ich muss ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Ist ein super Typ, menschlich auch, und muss ehrlich sagen, dass er für mich ja, Weltklasse ist. Und deswegen spielt er auch bei City, ne? Und dann gebe ich nochmal wieder zurück zu dir. Ja, dann habe ich auf unserer Rechtsverteidigerposition auch nochmal einen schneller Spieler. Said Mustafa und genannt Balu. Ja, ist auch eine Rakete, ist halt sehr schnell, sehr muskulös, macht zwar manchmal ab und zu ein bisschen Faxen auf dem Feld, sammelt gern rote Karten, aber so einen braucht man einfach, so einen Kämpfer. Ja, auf der Rechtsverteidigerposition habe ich auch nochmal aus meiner Zeit in England einen sehr, sehr guten Freund von mir, der spielt jetzt leider keinen Fußball mehr, Irving Choi, vielleicht sieht er es ja auch hier, ausgewählt, ist ein super Typ, für mich ein super Fußballer, schade, dass er aufgehört hat, aber... Ja, das, was er aber jetzt macht, ist auch nicht so schlecht. Und dann habe ich auf der Sechser-Position einen Freund von mir aus Leipzig ausgewählt, Gino Fechtner. Der spielt jetzt zurzeit bei der zweiten von RB. Ist auch ein super Typ, war, glaube ich, davor auch in Bochum gewesen. Kann man nichts gegen einwenden und ja. Ja, dann mache ich weiter mit unserem allseits bekannten Wannwetsch, auch genannt Wanne, Fußball-Tennis-Gott. Und ja, ich habe den hier kennengelernt, obwohl wir 15 Minuten von zu Hause auseinander wohnen, aber mussten nach Rostock kommen, um uns kennenzulernen. Ja, mit dem mache ich eigentlich privat relativ viel, ist so ein super Mannschaftskollege, mit dem macht es eigentlich immer Laune. Dann habe ich links außen einen Marc Schnatterer, genannt Schnatti, vom 1. FC Heidenheim, mit dem ich eine Zeit lang in Heidenheim gespielt habe, der da von der Oberliga bis zur zweiten Liga geblieben ist. Ist also auch ein großes Vorbild in der Hinsicht für mich. Ja, weil es halt zeigt, dass man von der Oberliga bis ganz nach oben marschieren kann. Ja, gut, dann mache ich erst vorne im Sturm habe ich unseren guten Kollegen aus der zweiten Mannschaft, Robert Grube, genommen hier unten. Ja, unser Laufwunder aus der zweiten. Aber man muss ehrlich sagen, er schießt Tore, ist ein guter Kumpel von mir und gehört natürlich auch in die Traumelf dazu, ne? Ja, als hängende Spitze habe ich noch einen Timo Gebhardt ausgewählt, der ja auch einigen bekannt vorkommen wird. Und ist auf dem Platz ein super Typ auf jeden Fall, der uns als Mannschaft sehr weiterhilft. Und auch menschlich habe ich mit dem schon einige Sachen erlebt. Und ist ein lustiger Zeitgenosse, mit dem macht es immer wieder Spaß. Und dann kommen wir noch zu unseren Trainern. Da habe ich einmal meinen Papa aufgeschrieben hier auf unsere Tafel, und zwar den Theo. Und das ist nämlich der eine Grund, weil wir ja hier noch eine Konkurrenzsituation haben im Tor. Und wenn mein Vater Trainer ist, das wissen wir ja, dann spielt man meistens immer. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum du spielen würdest. Nee, Spaß, alles gut. Ich habe Steve McLaren ausgewählt, ist auch wahrscheinlich noch bekannt aus Wolfsburger Zeiten. Ich habe ihn aber auch ausgewählt, weil er wirklich mir auch in England sehr viel beigebracht hat. Ist auch ein menschlich sehr, sehr korrekter Typ. Und deswegen gehört er für mich auch in die Traumelf dazu.